Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir reden heute über das Thema Fermentieren und Entgiften. Und dazu eignet sich natürlich niemand geringerer besser als eine Ärztin, die bei uns das Format Doctor's Kitchen Talk moderiert und eben auch pflegt und uns die ganzen wunderbarsten Kochrezepte immer wieder vermittelt im Zusammenhang mit Gesundheit. Und Fermentation ist natürlich pure Gesundheit und deshalb machen wir auch diese Sendung, wie man mit Fermentationen entgiften kann. Nach dem Intro legen wir gleich los. Ja, und da sind wir wieder und jetzt zeige ich Ihnen auch diese wunderbare Ärztin, Dr. Med. Friederike Wichel, schön, dass du da bist. Gern. Da haben wir ja schon nicht deinen Fass aufgemacht mit diesem Fermentieren. Ne? Das macht total Spaß, gell? Ja, und vor allem, es ist so altes Wissen. Weißt du, es ist altes Wissen, was jetzt wieder so wiederentdeckt wird. Und ich bin so dankbar, dass wir durch das Format Kitchen Talk, eben Doctor's Kitchen Talk, die Möglichkeit haben, den Zuschauern auch zu zeigen, wie macht man das und wie einfach ist das eigentlich. Mhm. Ne? Mhm. Früher war es ja auch noch so, ich will jetzt nicht sagen in der Steinzeit, auch noch viele, viele Jahrhunderte später, da war auf unserem Gemüse, auf dem Obst, auf den Beeren, den Blättern, die Nüssen, die Menschen so gepflückt und gesammelt haben, waren ja noch so die lebendigen Bakterien auch drauf. Heutzutage kommt das Gemüse im Supermarkt wie? In Plastik abgepackt. Die Gurke richtig schön eingeschweißt, richtig eng der Plastik gezogen. Ja, wenn da noch was leben sollte, ist es erstickt, oder? Es ist tot. Ja. Es ist tot. Und durch unsere eintönige Ernährung, ne, mit wirklich vielen, vielen Kohlenhydraten auch, wenn du dir die Kinder anguckst allein, es gibt Kinder, die ernähren sich nur von Pasta. Wie willst du nur mit Pasta und Weißbrot oder irgendwelchen sonstigen Junkfood dir hier unten eine Artenvielfalt züchten, die wir brauchen, um gesund zu sein? Mhm. Ne? Und über das Fermentieren haben wir die Möglichkeit, sagen wir mal so, unlebendige Lebensmittel wieder lebendig zu machen. Ne? Wir brauchen natürlich, oder es wäre natürlich gut, nicht abgepacktes Gemüse für das Fermentieren zu verwenden, weil die gewisse Grundschicht an Mikroorganismen auf dem Gemüse ist dann auch wieder wichtig für die Fermentation. Aber übers Fermentieren habe ich eben die Möglichkeit, wirklich den Nährwert meines Lebensmittels nochmal zu erhöhen. Ne? Mhm. Und dann natürlich daraus dann mein Mikrobiom wirklich auch zu stärken. Und Gesundheit, und das ist in vielen Studien gezeigt, ist direkt assoziiert mit einer hohen Diversität meines Mikrobioms. Und das kann ich ja im Labor testen. Ne? Mhm. Und gerade bei den ganzen neurodegenerativen Leiden, ne? Die haben da nicht eine große Vielfalt an Bakterienhausen in ihrem Darm. Ganz im Gegenteil. Das sind teilweise wirklich pathogene Keime, nicht die gesunden, die schlechten Keime, die da unten wachsen und wuchern und die dann teilweise auch zum Beispiel die Toxizität von Schwermetallen oder anderen Umweltgiften noch erhöhen. Ne? Gesunde Mikroorganismen, ne? Bifidobakterien, Lactobacillen, wie sie alle heißen, sorgen ja dafür, dass Gifte abgebaut werden. Die schlechten Mikroben aber sorgen dafür, dass die Gifte noch mal viel, viel schädlicher werden. Und hinter dem Darm, wissen wir alle, steht sofort die Abwehrpolizei. 80% unseres Immunsystems steht da. Die attackieren dann sofort und danach natürlich auch die Leber. Und die Leber muss alle Prozesse, die dort stattfinden im Darm, dann irgendwie auch verstoffwechseln und gucken und schauen, wo soll ich denn damit hin? Also, und das Fermentieren ist eben wirklich so, so schön, weil das ist so uraltes Wissen, das spricht auch für Langlebigkeit. Ne? Ich kann mich erinnern, der Klinghardt hat in einer Sendung damals mit uns zusammen gesagt, es ist nicht in Italien die Mittelmeerkost mit Olivenöl, Fleisch, Fisch, Gemüse, was die Langlebigkeit hervorruft, sondern es ist das fermentierte Gemüse, was die italienischen Muttis und Omis im Spätsommer für den Winter herrichten, was zur Langlebigkeit und Gesundheit führt. In einigen Bevölkerungsgruppen heutzutage ist es ja auch nicht mehr so, aber früher war es einfach so. Ne? Und warum ich das Fermentieren auch noch so gerne mag, ist, wir haben mit dem Fermentieren die Möglichkeit, wirklich Antinährstoffe abzubauen. Ne? Wir haben da in unseren Kochsendungen auch schon viel drüber gesprochen, gerade warum es wichtig ist, Nüsse zum Beispiel einzuweichen.
Ne? Viele kennen das selber, wenn sie Nüsse essen, so oh, nach 3, 4 Nüssen geht noch, aber sobald es irgendwie die ganze Tüte Mandeln ist, wird es schon schwierig im Magen. Da sind eben Antinährstoffe drin, Enzyme, Phytinsäure und so weiter, die dafür sorgen, dass die Verdauungsenzyme nicht richtig arbeiten können. Und dann liegt uns das auf. So, und über das Fermentieren, über das Einweichen wird alles vorverdaut und wird bekömmlicher. Ne? Oder das ganze Getreide. Ne? Ich bin jetzt mittlerweile selber Sauerteigbrotbäcker geworden. Erzähl mal schnell, wie das funktioniert eigentlich mit dem Sauerteigbrot. Ja, man tut sich quasi diesen Sauerteig einmal wie herstellen, das sind über mehrere Tage. Wie macht man das? Dafür braucht man einfach Mehl. Mehl? Ja, man kann Dinkelmehl nehmen, ich aber mache es mit Buchweizenmehl, also ich mache es komplett glutenfrei. Ja. Buchweizen, Wasser dazu und dann muss man über 3 bis 5 Tage hinweg, 2-mal am Tag einfach nur 1-mal, 2-mal mit einem sauberen Löffel rühren. Also es fängt dann zu fermentieren eigentlich, oder? Genau. Ne? Die wilden Hefen, die Bakterien, die da drin sind, die bilden dann diesen blubbernden Sauerteig. Und nach 4, 5 Tagen ist mein Teig fertig. Und dann nehme ich von dieser Masse quasi 2, 3 Esslöffel ab. Die gebe ich, also ich gebe es immer in den Kühlschrank. Man kann ihn auch draußen stehen lassen. Dann muss man ihn aber immer wieder wirklich täglich auch mit ein bisschen Mehl füttern. Ich gebe es in den Kühlschrank. Und den Rest, also für meinen nächsten Ansatz dann wieder. Und den restlichen Teig, den verwende ich dann, um mein Sauerteig herzustellen, mein Sauerteigbrot. Das heißt, da kommt dann alles hinzu. Salz, ein bisschen Zucker, ich gebe Cognacmehl, ein bisschen Flohsamenschalz zum Binden dazu und nochmal ein bisschen Mehl. Und dann bleibt das Ganze nochmal für eine gewisse Zeit stehen, so 12 Stunden. Manchmal lasse ich es auch 24 Stunden. Man sieht dann so ein bisschen, es fängt dann an zu, also wieder zu blubbern, der Teig geht auf, ne, bevor man es dann backt. Und dann wird quasi das neue Mehl, was man dazugegeben hat, wird verarbeitet, von den wilden Hefen, von den Bakterien und so weiter umgesetzt, so dass die Antinährstoffe auch, wir haben ja auch, also im Buchweizen jetzt nicht, aber wir haben ja da auch Lektine drin und alles Mögliche an Stoffen, die auch die Verdauung beeinträchtigen können. Also viele vertragen auch Buchweizen nicht. Aber es ist dann wie aufgeknackt, das ist aufgeschlüsselt und diese Stoffe sind nicht mehr da. Mhm. Das heißt, wenn ich dann backe und dieses Brot esse, ist es viel bekömmlicher. Das liegt dir nicht auf. Und deswegen ist auch, wenn ich jetzt aus Dinkel oder aus Roggen mir ein Sauerteigbrot mache, wir haben ja nicht nur Gluten, wir haben ja noch andere Stoffe, die sind dann abgebaut. Das heißt, ich kann das dann wieder vertragen. Und das macht es so wertvoll. Ich habe dann natürlich nicht mehr die lebendigen Bakterien und Hefen, die jetzt für mein Mikrobiom wichtig wären, weil das Brot ist ja gebacken und bei 200 Grad im Ofen, da sterben die. Aber ich habe mein Getreide, was so umgewandelt ist, dass es für mich nicht schädlich ist. Mhm. Ne? Du hast gesagt, du machst heute Abend ein Fondue. Mit diesem Brot? Genau. Und das genau. Liegt dir nicht auf, gell? Und es liegt mir nicht auf. Und Das ist wunderbar. Aber da ist auch, weil du sagst, Fondue, ne, haben wir Käse. Ne? Auch Käse ist natürlich in gewisser Weise fermentiert. Ne? Wir haben Schimmelpilze und so Roquefort und so weiter. Ich mache mittlerweile zu Hause auch selber Joghurt. Ne? Aus pasteurisierter Milch zwar. Ne? Also ist auch nicht mehr sehr lebendig. Aber über die lebendigen Joghurtkulturen dann wird es wieder lebendig. Ne? Und auch Eiweißstrukturen ändern sich, sodass auch auf einmal eine Kuhmilch für den einen oder anderen verträglich wird. Und das ist so spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, okay, wie kann ich eigentlich über meine Ernährung mein Darmmikrobiom oder generell mein Körpermikrobiom so herauskitzeln, so formen, dass es für meine Gesundheit einfach am wichtigsten ist und auch für meine Entgiftung. Mhm. Ne? Ich kann das hier steuern, aber ich muss es eben tun. Und alles das, was mein Mikrobiom zerstört, ne? Tabletten, Antibiotika, Umweltgifte. Wir wissen alle um die Pestizide. Ne? Glyphosat ist auch sehr arsenbelastet. Übrigens messen wir immer mehr in den Patienten. Die haben hohe Arsenwerte in der Zelle und wir wundern uns immer alle, woher das kommt. Rieselt das vom Himmel? Ist das im Wasser? Wie auch immer. Aber es ist wirklich in den Pestiziden mit drin.
Und da kann man auch nur noch mal wirklich appellieren, auch wirklich biologisch einzukaufen und selber anzubauen. Natürlich habe ich da immer noch gewisse Kontaminierungen, aber es ist immerhin besser wie alles andere. Ne? Ich hatte, glaube ich, vor einer Woche oder zwei eine Sendung veröffentlicht mit dem Wissenschaftsgremium-Mitglied Professor Dr. Fred Fendrich. Er ist Chirurg und hat aber auch einfach noch festgestellt, wenn man morgens und abends jeweils 5 oder 10 Milliliter EM, effektive Mikroorganismen, zu sich nimmt, dass innerhalb der Darmschleimhaut diese Schicht, die Darmschleimschicht, dicker wird. Und das ist das A und O auch für gesundes Altwerden, dass wenn diese Schicht dicht ist, kommt nichts rüber ins Blut. Und das kriegt man mit EM hin oder eben natürlich mit fermentierten Nahrungsmitteln. Ja, da geht es ja um den Aufbau des Darmes. Ne? Also du hast die ganzen Mikroorganismen und darunter hast du die Schicht, von der du sprichst, diese Mukoschicht, diese Schleimschicht. Genau. Ja. Und dann kommt eine Reihe Darmzellen und dahinter hast du dann schon die Abwehrpolizei. Ne? Und diese Schleimschicht, desto kränker der Patient, desto weniger vorhanden. Und du siehst, so, wenn du diese Mikrobiomanalysen machst, dass dir die Bakterien fehlen, die diese Schleimschicht produzieren. Und deswegen musst du die zuführen über fermentiertes. Und du hast ja nicht nur Milchsäurebakterien drin, das ist ja ein Sammelsurium an verschiedensten Mikroorganismen. Ne? Und du brauchst, man muss diese Mikroorganismen auch füttern. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also morgens nüchtern bringt es gar nichts, wenn man nur zum Beispiel EM schluckt, ohne was zu essen. Du musst sie füttern. Ne? Mhm. Also ich empfehle da immer gerne, und das sagen wir auch in unseren Sendungen, Wurzelgemüse. Jeden Tag ein verschiedenes Wurzelgemüse oder abgekochte Kartoffeln. Ne? Glutenfreie Nudeln, wenn sie erkaltet sind. Ne? Das ist resistente Stärke. Wir haben schon die Nutriose bei uns verwendet. Ne? Resistente Stärke kann man wunderbar verwenden in der Küche. Und ich fütter damit wirklich meine Bakterien, Pektin, ne? Äpfel und so weiter. Also Obst, Gemüse, Ballaststoff einfach. Ne? Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind einfach in einer Standardernährung einfach nicht mehr so enthalten, wo viele einfache Kohlenhydrate und viel Eiweiß auf dem Teller ist. Mhm. Das muss man sagen. Und du hast gerade EM angesprochen. Ne? Also wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, zu Hause zu fermentieren, weil ich habe keine Zeit. Ich muss mich natürlich schon ein bisschen mit dem Produkt auseinandersetzen. Ne? Ich habe Sauerteig erklärt. Das dauert. Ne? Das dauert. Ich muss mir auch überlegen, ich brauche 2-3 Tage, dass mein Brot dann letztendlich hergestellt ist. Ich habe es nicht sofort griffbereit. Mhm. Ne? Und ich kann mit EM super arbeiten. Das kann ich mir kaufen, die Lösung, ne, in einer guten Qualität. Wir haben zum Beispiel auch Präparate mit Kräuterextrakten noch, also was dann wirklich auch die Verdauungsenzyme, die Leber, die Pankreassäfte nochmal so ein bisschen herauskitzelt, die Gallenproduktion und die Ausschüttung der Galle fördert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir entgiften ja über den Darm. Ne? Also die Leber entgiftet über den Darm, über die Galle und über die Niere. Ne? Deswegen ist hier die Darmgesundheit eben so wichtig. Wenn der Patient sagt, ich kann nur 3-mal in der Woche auf die Toilette gehen, na dann aber los. Einläufe, richtige Ernährung und so weiter. Ne? Wir haben jetzt neu, und das finde ich auch noch sehr schön, auch ein Präparat. Das ist der Bacillus subtilis. Ne? Das kennt man so aus asiatischen Kulturen. In Natto ist das zum Beispiel drin. Hört man immer wieder Natto. Genau. Mm. Ne? Und wir haben es aber auch in Kapselform, weil Bacillus subtilis ist wirklich ein Bakterium, was regulierenden Einfluss hat auf die gesamte Darmflora, also auf das gesamte Mikrobiom. Und Bacillus subtilis ist ein sporenbildendes Bakterium. Das heißt, wenn die Bedingungen nicht so günstig sind, dann geht er in eine Form, wo er lange, lange, lange Zeit überleben kann. Ne? Auch im Weltall und in der Wüste und ich weiß nicht wo. Viele Jahrzehnte. Und es überlebt auch die Magensäure. Das ist ja auch ein Problem. Wir haben ja oftmals dann einige Bakterien, die schaffen es natürlich nicht im Magen, aber es kommt schon, irgendwas kommt schon an. Und im Dünndarmmilieu dann tut es sich entfalten und bildet dort kleine Kolonien, die dafür sorgen, also die produzieren auch die Antibiotika, die es dann braucht. Also das Bakterium an sich produziert antibiotische Substanzen, wenn es merkt, okay, hier sind irgendwie pathogene Keime.
Ne? Gerade die ganze, wir haben ja viele Patienten, die haben SIBO. SIBO, hast du schon mal gehört, Dünndarmfehlbesiedlung. Kommen viele und dann gibt es Therapien noch und nöcher. Bacillus subtilis ist in der Lage, Dünndarmfehlbesiedlung zu heilen und das nur mit einem einzigen Bakterienstamm eigentlich, wenn du so willst. Ne? Es produziert für uns wichtige Aminosäuren, kurzkettige Fettsäuren, Enzyme und ist somit wirklich für uns in der Therapie unendlich wertvoll geworden. Ne? Es hilft, Candida zu verdrängen. Ne? Also beziehungsweise das Milieu so zu verändern, dass der Pilz gar keine Freude hat mehr zu wachsen. Ne? Denn der Pilz braucht ja immer wieder ein bestimmtes Milieu. Also Bacillus subtilis ist wirklich sehr, sehr schön. Kommt in Verbindung auch mit Zink, weil Zink ist ganz wichtig für die Abwehrkräfte. Und gerade wenn, wie du sagst, ne, diese Schleimschicht nicht mehr da ist, wenn wir Fehlbesiedlung haben und so weiter, werden Mikronährstoffe nicht mehr gut aufgenommen. Zink, Eisen, was es alles so hat. B12 kann nicht mehr richtig resorbiert werden. Die Menschen sind übergewichtig, aber sind trotzdem unterversorgt mit Mikronährstoffen. Und Bacillus subtilis führt also auch dazu, dass die schleimbildenden Bakterien wieder sich entfalten können, dass die Mukusschicht wieder wirklich dicker wird, breiter wird. Und dann auch, und deswegen mit Zink, das Zink, was so wichtig ist für über 300 Enzyme, wieder auch fürs Immunsystem und für zahlreiche andere Stoffwechselprozesse Gutes tun kann. Ne? Also bei uns kommt eigentlich jeder, also wir animieren natürlich jeden irgendwie zu fermentieren, aber wenn er das nicht kann oder sich erstmal rantasten will, dann bekommt fast jeder von uns EM. Und auch Bacillus subtilis, weil es so einen regulativen Effekt hat. Und der Vorteil auch bei diesem Bakterium ist, es wird nie zur Überpopulation kommen, weil es tut sich selbst regulieren. Wenn er merkt, meine Aufgabe ist hier gut, ne, dann bleibt er in gewisser Anzahl, bleiben die Bakterien noch erhalten, die Kolonie, aber sie wird nicht größer. Ne? Also das ist wirklich ein Präparat, was man sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Hm. Ne? Das ist ja, also ich wusste es früher mal, aber ich habe es gerade vergessen, es ist ja Natokinase, kriegt man, glaube ich, im Reformgeschäft. Mhm. Und das fermentiert das was? Soja. Ah, fermentiert das Soja. Soja, genau. Ne? Also es gibt da wirklich ganz, ganz viele... Sehr salzig, gute, oder? Ja, ja. Ne? Es gibt wirklich ganz, ganz viele Dinge, die man machen kann, die ich in Kapselform, die ich in flüssiger Form oder eben auch, ich kann es einfach über die Nahrung mir selbst herstellen. Und dahingehend würden wir gerne unsere, die Zuschauer, aber auch die Patienten natürlich erziehen, dass sie so wenig wie möglich auf Mikronährstoffe zurückgreifen müssen, sondern auch die Dinge selber in die Eigenverantwortung gehen. Hm. Ne? Das ist ein großer Schritt und ich meine, ich finde das total spannend, was du da machst. Mhm. Und auch diese Leidenschaft wieder hinter das Fermentieren, weil ich denke auch, hier steckt das Leben drin. Mhm. Da ist das Anfang und das A und O und wir denken immer wieder, wir müssen uns desinfizieren, wir müssen alles abtöten, alle Bakterien sind schlecht, keine Ahnung, was wir uns da alles gemacht haben mit Hände desinfizieren und. Klar. Was da alles kaputt gemacht wurde an einem Mikrobiom. Bakterien zuführen über fermentierte Nahrungsmittel, die noch leben und nicht noch pasteurisiert sind, muss man vielleicht auch noch sagen, weil sonst natürlich ist es ja wieder tot, oder? Natürlich, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen appelliere ich immer daran, obwohl mittlerweile, wir haben es vor der Sendung selber gesagt, das Fermentieren erlebt gerade so eine kleine Revolution. Ne? Immer mehr Menschen kommen auf den Trip zu fermentieren und man sieht es in gut sortierten Bioläden, Reformhäusern, wirklich unpasteurisiertes, fermentiertes. Also ich kann wirklich auch gute Quellen finden im Handel, aber ich finde es auch schön, wenn man sich die Zeit nimmt und sich mit dem Produkt verbindet, oder? Weil es ist ein Geschenk der Natur. So, und ich darf es einfach wieder selber machen. Das haben unsere Großmütter alle noch gewusst, hä? Natürlich, natürlich. Ja. Also, und vielleicht noch abschließend, auch weil mir die Kinder ja auch immer sehr am Herzen liegen und die Kinder haben ja eine sehr eintönige Ernährung teilweise, auch wenn ich hier gucke, was es da in den Kindergärten gibt, dann, das macht mich einfach nur traurig. Aber man kann ja auch nicht nur fermentierte Nahrungsmittel herstellen,
Man kann auch Ketchup sich selber fermentieren, zum Beispiel, wenn man sagt, mein Kind liebt aber die Bratwurst und will immer den Ketchup dazu. Also einfach mal probieren, das ist ein bisschen komplizierter, aber kann man machen. Oder aber auch, was ich angefangen habe, man kann Getränke herstellen. Ne? Also es gibt ja zahlreiche... Kombucha, das lieben die. Ne? Wenn ich den aromatisiere, dann noch mit Heidelbeersaft oder was auch immer. Ne? Die unterschiedlichsten Farben auch. Und wenn du denen erzählst, das ist eine Brause, da freuen die sich, das blubbert so schön. Oder auch Wasserkefir. Wasserkefir ist super einfach herzustellen und es schmeckt wie so eine Limo. Mhm. Und so hast du quasi die Möglichkeit, auch Kindern jeden Tag, und ich habe dann noch so, ich habe solche Gläser, so in ein bisschen kleiner, ein bisschen dicker auch für die Kinder. Das ist super. Da haben die den Eindruck, die trinken Sekt oder Wein und wir stoßen an und haben so, entwickeln so Freude. Ne? Ich habe da noch eine Frage. Es gibt immer wieder Leute, die mir sagen, ich kann diese fermentierten Nahrungsmittel nicht essen, weil ich habe eine Histaminintoleranz. Mhm. Das stimmt auch. Und da können sie es nicht essen. Das stimmt auch. Aber was ist eine Histaminintoleranz? Ich meine, ganz ehrlich, Histaminintoleranz ist, da ist dein Mikrobiom schon ganz schön aus dem Gleichgewicht geraten. Plus Mikronährstoffmängel, ne? Die histaminabbauenden Enzyme, gerade hier im Darm, B6 brauchen die, die brauchen Mangan, die brauchen Zink, ne? Haben wir von gesprochen. Parasiten produzieren nochmal Histamin. Allergien, ne? Wenn der Patient sehr allergisch belastet ist. Und da muss ich also meine Histaminintoleranz in den Griff kriegen und muss langsam über fermentierte Nahrungsmittel mein Mikrobiom wieder ins Gleichgewicht bringen. Okay. Und da geht's wirklich daran, dann gabelweise, sag ich immer, ne? Also nicht den Teller voller Sauerkraut, sondern eine Gabel. Eine Gabel über längere Zeit und dann mal vielleicht mal zwei und immer zum Essen und den Körper so ganz, ganz langsam daran gewöhnen. Das ist A und O. Und dann kann man natürlich sehr, sehr einfach mit Bacillus subtilis zum Beispiel, ne, wie ich vorhin gesagt habe, sein Mikrobiom, mach das mal über einen Monat. Ne? Bei Colitis ulcerosa wirklich einen Monat, drei Monate und die Beschwerden, die blutigen Durchfälle und so weiter wurden weniger. Teilweise hörten die ganz auf in den Studien. Ne? Nimm mal dann die Mikronährstoffe, tu dir mal dann nach deinen Parasiten schauen und so und dann kommt vieles langsam wieder ins Gleichgewicht. Ne? Aber es ist, also ich würde nicht bei jemandem, der merkt, der hat mit Histamin ein Problem, dann sofort und jetzt und gleich da zu fermentieren. Also man kann es auch, also man kann ne, dann gleich volle Kanne geben, aber dann muss man einfach mit den Nebenwirkungen rechnen. Also wenn man ein bisschen zu viel Fermentiertes in der Anfangsphase hat, dann gibt es ganz oft wirklich Blähungen und Blähbauch und so. Das spielt sich dann auch irgendwann ein, aber das sind einfach unangenehme Begleiterscheinungen, wenn ich ein bisschen zu viel habe und mit einer starken Fehlbesiedlung zu kämpfen habe. Was ich in diesem Gespräch gerne noch abrunden möchte, und finde ich eben auch so faszinierend, ist eigentlich auch ins Leben gezogen, sind die Sprossen. Mhm. Wenn man wirklich mit Sprossen arbeitet, und es kommt ins Leben, ist ja auch eine Art Fermentation, oder? Klar, und es beginnt zu keimen. Ja, und was man da für Energien eigentlich kriegt, an guten Nahrungsmitteln, jetzt auch Histamin, ohne Histamin, glaube ich, Sprossen. Ja, und ich habe alles, ich habe alle Aminosäuren, ich habe eine Vielzahl an Vitalstoffen, also sind wir auch ganz, ganz großer Freund von und nutzen es in unseren Sendungen auch immer und auch zu Hause. Mhm. Ne? Also Sprossen kommen bei uns überall ran und gerade auch für Veganer, für Vegetarier eine super gute Aminosäurequelle. Wir müssten noch viel mehr über Ernährung reden. Das finde ich so spannend mit dir jetzt gerade. Deswegen bin ich ja hier. Da machen wir weiter. Genau. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, liebe Frau Dr. Med. Friederike Wiere war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und Sie sehen, wie viel Wissen da drinsteckt in Bezug auf Nahrung. Und dass Nahrung letztendlich auch Medizin ist, hat ja auch schon Hippokrates gesagt, indem er gesagt hat, lass Nahrung deine Medizin sein und Medizin deine Nahrung sein. Es ist nun mal einfach so. Was wir in uns reinstecken, das macht uns letztendlich auch aus. Und ganz, ganz viele Giftstoffe, Schadstoffe, die wir heute auch umweltbedingt immer wieder zu uns essen, es ist durchaus in der Lage, dass unser Darm das eine oder andere natürlich super gut noch abbauen kann, sofern der Darm auch wirklich in Ordnung ist. Und heute haben wir wirklich ein paar Rezepte gehört, die wir vielleicht alle nachdenken sollten darüber, das eine oder andere wirklich in unser Leben zu ziehen. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.